Herzlich willkommen bei Greenscaping und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute, Leute, werde ich euch ein extrem interessantes Experiment zeigen, was ich die letzten Tage, besser gesagt die letzten Wochen, denn das Ganze hat doch ein bisschen gedauert, durchgeführt habe. Es geht um die Wechselwirkung zwischen Düngern und Sterilisatoren, wie zum Beispiel den Shiros Doktor oder auch dem Twinstar. Und was ich da rausgekriegt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Vor ungefähr 4 Wochen, würde ich mal sagen, ist bei mir ein Paket angekommen. Und zwar der Shiros Doktor. Und nicht etwa von Amazon, sondern von Banggood. Ich habe noch nie mit denen vorher zusammengearbeitet gehabt. In dem Fall ist auch Werbung, deswegen wird es hier dementsprechend auch gekennzeichnet. Und zwar wollte ich den eigentlich schon lange selber besorgen. Und dann habe ich eine Mail von Banggood bekommen. Ich wusste vorher überhaupt nicht, was Banggood ist. Und sowieso, ich habe eigentlich nie bei irgendwelchen chinesischen Herstellern gekauft. Geschweige denn, dass ich dann überhaupt das Vertrauen gehabt habe, dort irgendwas zu kaufen, weil ich immer Angst habe, ich muss Zoll bezahlen, das Ding kommt nicht an, mein Geld ist nachher futsch oder die Qualität ist schlecht. Jetzt habe ich gedacht, gut, wenn die mir das kostenlos zuschicken, kann ich mich ja von einem besseren überzeugen. Und deshalb habe ich gesagt, gut, ich durfte mir was aussuchen, ich suche mir jetzt den Shiros Doktor aus, ich habe sowieso Lust gehabt, dazu was zu machen. Und tja, siehe da, das Ding war 2 Wochen später da. Ich habe das Ganze hier geöffnet. Wenn man jetzt original bei Banggood kauft, zahlt man 44,61 Euro und 1 Euro Versand. Und für das, was das Gerät kann, ist das ein extrem guter Preis. Ihr müsst keinen Zoll zahlen. Jedenfalls war das bei mir so. Ich musste keinen Zoll zahlen. Und für den Preis, ihr werdet es gleich sehen, ich bin sehr zufrieden. Wir packen das Ganze jetzt erstmal aus. Und in der Verpackung drin ist natürlich Shiros Doktor. Für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, der Shiros Doktor ist ein Sterilisator durch Elektrolyse, also in dem das Wasser aufgespaltet wird, also H2O in die einzelnen Bestandteile, also in Wasserstoff und Sauerstoffradikale. Ja, dadurch entstehen halt auch diese Luftblasen. Das Ganze ist einfach nur Gas. Wasser ist ja flüssig und aus dem flüssigen Wasser wird dann Gas, also 2 verschiedene Gase. Und die sind sehr reaktiv und die haben eben positive Einflüsse. Zum Beispiel hemmen sie das Algenwachstum, also nicht, wenn Algen da sind, töten sie die Algen nicht ab, sondern sie hemmen einfach die Vermehrung dadurch, dass sie die Sporen unschädlich machen, also die Vermehrung. Das heißt, präventiv eine sehr gute Maßnahme, um Algen vorzubeugen. Außerdem hemmen sie Pilze, Viren, Krankheitserreger und ja, dadurch haben sie vielfältige Aufgaben. Ich wollte in diesem Test aber herausfinden, ob diese Sterilisatoren eigentlich irgendeine Wechselwirkung mit Düngern haben, weil das hat doch keiner herausgefunden. Und Aquaone hat mich da auf eine ganz interessante Idee gebracht, denn der hat das Ganze bei sich getestet und herausgefunden, dass in dem Becken, wo der Twinstar in Betrieb war, also Twinstar und Shiros Doktor sind 2 verschiedene Marken, die aber eigentlich dasselbe Produkt haben, also von der Funktion, das eine ist nur um einiges günstiger, ich glaube 50% billiger als das andere. Da ist vielleicht die Qualität etwas schlechter, aber ich bin ganz ehrlich da für den Preis sehr, sehr mit zufrieden. Genau, und der hat mich auf die Idee gebracht, weil der halt herausgefunden hat, dass in dem Becken, wo der Shiros Doktor drin war, nein, es war der Twinstar, ist ja auch vollkommen egal, als ein Sterilisator, dass dort die Pflanzen schlechter gewachsen sind. Und er hat, glaube ich, den Dünger von Aquarebell, wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir aber nicht mehr so sicher, verwendet, auf jeden Fall einen mit EDTA. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, und die Vermutung hat er ausgesprochen, dass halt diese Radikale sich mit dem Dünger verbinden und dann Reaktion eingehen, sodass der unschädlich gemacht wird oder dass halt ein Teil des Düngers verloren geht oder abreagiert. Und dem Ganzen wollte ich mal nachgehen. Ich wollte schauen, hält mein Dünger einer Behandlung mit einem Shiros Doktor, einem Twinstar stand, also mit einem Sterilisator, und wie sieht das aus? Wie ist das bei anderen Düngern? Ist seine Vermutung, die er getätigt hat, richtig? Wenn ja, hätte das ja gravierende Auswirkungen. Und deshalb habe ich mich hingesetzt und habe den Shiros Doktor genommen und habe den in ein Testbecken gestellt. Ein Testbecken, das habe ich in meinem Gewächshaus aufgebaut, weil hier drinnen leider kein Platz mehr war. Ich habe nämlich mehrere Testbecken noch so bei mir im Gewächshaus rumstehen. Und das sind ungefähr 54 bis 60 Liter. Das ist noch ein Becken von einem Dozimmer. Ich war froh, dass es überhaupt dicht war, aber im Gewächshaus hätte ja auch nicht viel passieren können, wenn das Ding ausgelaufen wäre. Dann habe ich da nur den Kies, der drin war. Also das ist wirklich nur eine hauchdünne Schicht Kies. Sonst ist da nichts drin, auch ganz bewusst, damit da nicht irgendwie andere Faktoren das Ganze beeinflussen. Dann habe ich normales Leitungswasser genommen, um den Test möglichst nah an der Praxis dran zu haben,
Das Wasser hat einen sehr niedrigen Phosphat- und einen sehr niedrigen Nitratwert. Das heißt, man kann relativ gut ausschließen, dass diese Faktoren dafür verantwortlich sind, dass das Eisen ausfällt. Man kann es aber nicht komplett ausschließen. So, was habe ich dann getan? Irgendwie muss ich ja Wasserbewegung kriegen, damit sich die Radikale auch verteilen. Und ja, damit wir das Ganze auch ein bisschen praxisnah haben und auch damit sich der Dünger im Wasser überhaupt verteilt. Und deshalb habe ich meinen alten von meinem Flurwollbecken, dieses Röhrding da, also den Hängungsfilter, den ich ja von der Lautstärke hier nicht drin haben konnte, den habe ich jetzt gedacht, gut. Der Deckel fehlte zwar schon und die Ansaugstutze auch, aber das war vollkommen egal. Ich habe da einfach nur Filterwatte reingemacht, weil die hat ja auch keine Wechselwirkung, also die auch keine biologische Aktivität. Und die bindet auch kein Eisendünger, sondern es ist ja nur mechanisch, damit das Wasser klar ist, damit man besser sieht, ob Algen entstehen und wie sich das Ganze verhält. Und dann habe ich mein Testbecken mit Dünger befüllt. Und als erstes habe ich einen Dünger auf EDTA-Basis genommen. Die Marke ist in dem Falle komplett egal. Möchte ich auch nicht sagen, welche, aus Konkurrenzverhältnissen. Ich denke, es ist fair, wenn ich es jetzt nicht sage. Aber es ist auf EDTA-Basis gewesen. Und da habe ich 50 Milliliter von dem Dünger gebraucht, um auf einen Eisenwert von 1 Milligramm pro Liter zu kommen. Normalerweise ist ja ein Wert von 0,05 bis 0,2 ist der Wert, den man so anstreben sollte. Ich habe aber gedacht, gut, ich will ja sehen, wie viel ist da möglich, also wie stark sinkt der Wert. Und wenn ich so einen niedrigen habe im Wasser, kann es ja sein, dass der komplett weg ist, schon nach 2 Tagen. Und dann sehe ich das Verhältnis nicht so. Deswegen habe ich lieber ein bisschen mehr genommen, um das Ganze oder um eine sichere Aussage zu haben und um die Veränderung besser sehen zu können, damit ich da mehr Spielraum habe. Deshalb habe ich von dem EDTA-basierten Dünger 50 Milligramm benötigt und von meinem ungefähr 13 waren es, um dann auf einen Wert von 1 Milligramm pro Liter im Wasser zu kommen. So, dann habe ich erst mit dem EDTA-basierten Dünger eine Woche getestet, jeden Tag mit dem JBL-Eisentest gemessen. Also ich habe jetzt kein externes Labor in Auftrag gegeben, das Ganze durchzuführen, weil so viel Geld hatte ich dann auch nicht. Ich denke, es ist verständlich, weil da müsste mein Dünger 50 € kosten, denn sowas ist extrem teuer. Sie könnten sowas auch wahrscheinlich in ihren Laboren selber durchführen. Hatte ich leider nicht. Jedenfalls habe ich dann einfach das ganz normal mit dem Eisentest gemacht und jeden Tag gemessen. Und man sieht, dass der Wert beim EDTA schon ungefähr jeden Tag um 0,1 gesunken ist. Und dann hat man nach dem 7. Tag nur noch einen Wert von ungefähr 0,4 gehabt. Man sieht also, dass nach einer Woche mehr als die Hälfte des Düngers, ohne dass da eine Pflanze drin war, ohne dass da ein Alge drin war, ohne dass da irgendwas anderes drin war, was dazu führen kann, dass der Dünger verloren geht. Vielleicht könnte es auch sein, dass ein kleiner Teil der pH-Wert dazu beigetragen hat, weil die ja nicht bis zum hohen pH-Wert stabil sind. Das war nur neutrales Wasser, also ganz normales Leitungswasser mit ungefähr einem pH-Wert von 7, 7,5. Das kann natürlich auch sein, aber trotzdem, trotz alledem, wir haben einen Verlust von 60%. Also es ist nur noch 0,4 von 1 Milligramm nach einer Woche da. Und das finde ich ist schon ziemlich krass. Wenn man jetzt eine tägliche Düngung macht, kann man damit noch leben. Dann weiß man das und dann kann man dementsprechend ein bisschen mehr hinzugeben. Aber dann muss man das auch wissen. Wenn man jetzt eine wöchentliche Düngung durchführt oder wie jeder nur jede 2 Wochen, dann kann das katastrophal sein. Man kann sein Becken nicht auf 1 Milligramm aufdüngen, das ist viel zu hoch und da geht viel zu viel verloren. Das heißt, es kann sein, dass nach 5 Tagen nichts mehr da ist an Dünger, obwohl die Pflanzen noch nicht mehr was verbraucht haben. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, in der 2. Woche habe ich dann das Ganze mit meinem Dünger getestet und habe von den Sachen nichts verändert und man muss auch sagen, auch nach der 2. Woche sind noch keine Algen entstanden. Das heißt, auch die konnten noch keine Nährstoffe verbrauchen. So, und bei mir habe ich festgestellt, dass der Wert sich nicht verändert hat. Also auch nach einer Woche, der Wert war konstant bei 1 Milligramm pro Liter. Und daraus habe ich geschlossen, dass mein Dünger stabil ist. Also mein Dünger könnt ihr problemlos benutzen, wenn ihr Sterilisatoren, wenn ihr den Twinster, wenn ihr den Chirus Doctor habt. Und das sind auch die Beobachtungen, die meine Kunden gemacht haben, weil die haben das Ganze vorher schon probiert. Und die haben mir auch immer Feedback gegeben und die haben auch gemeint, das funktioniert problemlos. Die haben da keine Probleme, funktioniert alles perfekt. Aber ich kann viel glauben, ich muss natürlich selber ausprobieren, damit ich euch das hier sagen kann. Also wenn ihr den Chirus Doctor, den Twinster verwendet mit meinem Dünger, funktioniert das problemlos. Und aus den Messwerten, die ich jetzt ermittelt habe, bei dem anderen Dünger, der auf EDTA-Basis, das ist also der Komplexbildner, mit dem der Eisen in einem Gelat halt vorliegt, der ist halt nicht so stabil, also das kann man ja aus den Messwerten erkennen und ist dementsprechend nicht resistent gegen einen Sterilisator, ein Teil
fällt aus. Das müsst ihr wissen. Schaut auf euren Dünger rauf. Wenn ihr EDTA in dem Dünger drin habt, als Komplexbildner, dann müsstet ihr wissen, ihr müsst dementsprechend mehr dosieren und am besten dann eine tägliche Dosierung, weil ja, dementsprechend einiges dann verloren geht und dann für die Pflanzen nicht mehr zur Verfügung steht. Und ich denke, da werden bestimmt die großen Hersteller auch nochmal eigene Tests durchführen, das Ganze auch nochmal versuchen herauszufinden. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich will nochmal betonen, das Ganze ist jetzt keine von einem Labor durchgeführte Untersuchung. Ich habe nur mit ganz normalen Mitteln, also mit dem JBL-Eisentest, das Ganze gemessen. Das heißt natürlich, da können auch sich Fehler eingeschlichen haben. Und natürlich, die Messtoleranz ist da nicht so genau, als wenn man das jetzt in einem Labor professionell mit viel besseren Methoden untersuchen lässt. Aber was man erkennt, ist die Tendenz, dass weniger da ist als vorher. Und das kann man relativ schlecht wegdiskutieren. Das sieht man eindeutig auch an der Farbgebung. Es könnte natürlich schon sein, dass auch ein Teil irgendwie durch den pH-Wert dann irgendwie mit anderen Stoffen, wie zum Beispiel dem vielleicht ganz, ganz wenig vorhandenen Phosphat reagiert haben. Aber ich denke nicht in dem Maßstab. Also ich denke, das Ganze ist schon relativ aussagekräftig. Und ich denke, das ist doch sehr spannend. Und ich denke, ich werde in Zukunft noch mehr Sachen damit machen. Ich werde die Dünger noch testen. Ja, wie sieht das überhaupt aus mit höheren Phosphatwerten, mit höheren pH-Werten? Wie verändert sich das Ganze? Ich habe das Testbecken, ich habe den Chirus-Doktor jetzt. Und deshalb werde ich da auch einfach weitere Tests machen. Und ich denke, das könnte wirklich extrem spannend sein, was ich da alles rauskriegen kann oder in Zukunft noch rauskriegen werde, sagen wir es mal so. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt, was alles in der Verpackung ist, habe ich ja schon gezeigt, dann schaut euch mal das Video an, was ich hier oben euch verlinke, denn das haben viele ja schon mal unboxed und ich denke, das muss ich jetzt nicht nochmal ganz im Detail sagen. Ich stehe da nicht so drauf, ich finde das ein bisschen langweilig, was drin ist, seht ihr ja im Bild, aber wenn ihr es nochmal genau wissen wollt, also dieser Chirus Doktor hat mehrere Modi, ist extrem einfach, also für jeden ganz einfach zu bedienen. Dauert wirklich nicht lange. Es gibt auch schon den Chirus der vierten Generation. Ich hatte noch den Chirus der dritten Generation. Der mit der vierten Generation, den hätte ich mir auch aussuchen können. Das wäre dann derjenige gewesen mit Bluetooth. Aber ganz ehrlich, ich gehöre noch zu der Generation Mensch, die noch ohne Handy aufgewachsen ist. Und mir ist das alles viel zu kompliziert, wenn ich dann irgendwie das mit dem Handy verbinden muss. Einige werden wahrscheinlich jetzt den Kopf schütteln, vielleicht die der jüngeren Generation. Ich kenne mich natürlich mit Technik auch aus, sonst könnte ich das Ganze gar nicht produzieren. Aber ich finde es einfach nur nervig und wenn ich so ein Gerät haben will, will ich einen Knopf haben, wo man draufdrücken kann, das Ganze an- und ausschalten kann. Und da stehe ich doch lieber auf alte, analoge oder manuelle Sachen. Persönlich finde ich das besser, deswegen habe ich mich für das ältere Modell entschieden. Beim neueren kann man das nämlich per Handy, per App und dann auch genau die Literzahl angeben. Das ist noch ein bisschen genauer aufs Becken abgestimmt. Und der Chirus Doktor kommt nach meinem Test in das Becken da hinten rein, soll natürlich dort hauptsächlich zur Algenvorbeugung eingesetzt werden. Aber ich weiß ja jetzt, dass mein Dünger keine Wechselwirkung eingeht. Das heißt, da bin ich dann ja auf Nummer sicher. Und Algen, kann ich euch sagen, nach 2 Wochen, trotz einer extrem hohen Nährstoffkonzentration in dem Wasser, bei einem sehr hohen Licht, also da kam ziemlich viel rein, weil es ist halt ein Gewächshaus mit durchsichtiger Glasscheibe, vielleicht ein Tick milchig übers Alter, aber da kommt sehr, sehr viel Licht rein. Und ich habe das damals schon mal probiert gehabt, ohne Chirus Doktor, noch nicht mal bei so hohen Konzentrationen. Und da hatte ich nach kürzester Zeit eine riesen Algenplage. Und jetzt habe ich bisher fast noch gar nichts. Also nach 2 Wochen sind so ganz, ganz leicht so ein paar grüne Belege an den Silikonnähten, wo vorher aber vielleicht schon mal damals welche waren. Das heißt, da ist so gut wie nichts drin in dem Becken. Und da muss ich sagen, der hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Und ich denke, das kann man darauf wirklich zurückführen. Und auch das, was Aquaona da herausgefunden hat. Also ich glaube, dass das ganze Algen vorbeugt, das ist nicht zu bestreiten. Und ich denke, das habe ich mit dem Test auch nochmal bestätigt. Und jetzt möchte ich auch langsam zum Ende kommen. Ich bin also sehr zufrieden. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, natürlich auch unglaublich viel Arbeit. Und in dem Diagramm kann man jetzt auch schön sehen, wie der Eisenwert sich verhalten hat und welchen Vorteil ihr mit meinem Dünger dementsprechend habt. Schaut doch gerne mal bei BankGood vorbei. Und ja, wenn ihr Interesse habt, ihr findet unter dem Video einen Link, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Damit unterstützt ihr mich dann auch nochmal, weil da gibt es irgendwie so ein Partnerprogramm, muss ich mir noch anschauen. Weiß ich selber noch nicht so genau, wie viel man da überhaupt an Provisionen kriegt. Jedenfalls, ihr unterstützt mich und bekommt das Produkt auch noch billig. Meine Erfahrungen waren sehr gut damit. Ich will natürlich jetzt keine Garantie geben. Das kann ich halt selber nicht, denn ich habe das Ganze gesponsert bekommen. Deshalb hier oben irgendwo auch immer Werbung. Aber ich bin damit sehr zufrieden.
Und bei Banggood bekommt man auch andere sehr günstige Sachen. Schaut da einfach mal unten in der Videobeschreibung nach. Und vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet hier ein paar interessante Sachen aus diesem Video mitnehmen. Und ich freue mich auf weitere interessante Tests mit euch, denn die machen mir am meisten Spaß. Und ja, checkt auch gerne mal das Video von Aquaone ab. Auch sehr interessant. Der hat da ja auch einen sehr tollen Test gemacht. Ich finde, die Tests sind immer die besten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao!